Rund 600 Mitglieder hat der Skiclub Bischofshofen. Ungefähr 70 Kinder sind mit ihren Eltern der Einladung gefolgt. Die jungen Sportlerinnen und Sportler nehmen auch sehr aktiv an diesem Tag teil. Mehrere Aufgaben sind zu bewältigen, wie zum Beispiel das Sammeln mehrerer unterschiedlicher Pflanzen oder Blüten, ein Wurfspiel und vieles andere. Ja, wir haben erstmalig in der Geschichte vom Skiclub Bischofshofen einen Familientag gemacht. Der Hintergrund ist der, dass wir sehr viele neue Mitglieder haben, also Kinder, die jetzt bei den Kugelhupf springen, da geschnuppert haben und jetzt aktiv im Skiclub dabei sein wollen. Und wir wollen auch einfach den Eltern einmal zeigen, was erwartet sie im Skiclub. Das Besondere an diesem Tag, er wird von den Nordischen und den Alpinen zum ersten Mal gemeinsam verbracht. Grundsätzlich ist einmal in erster Linie, glaube ich, das Wichtigste, dass einmal die Eltern der Alpinen, die Kinder der Alpinen und die Nordischen, dass die zusammenkehren, weil wir da im Winter einfach, wir sehen uns eigentlich gar nicht und von dem her ein bisschen kennenlernen. Und die Idee hat eben der Manfred einberufen, Schützenhofer, und der Bichler Hannes als Präsident. Und ja, das ist eine total super Idee für die aktiven Mitglieder, was wir haben. Und so war eben die Überlegung, dass wir uns da beim Sommerfest die Kinder untereinander treffen und auch die Eltern kennenlernen. Oft weiß man das gar nicht, dass die auch im Skiclub aktiv sind und ah ja, du auch. Und so haben wir eine große Skifamilie. Ich finde die Idee sehr, sehr gut, dass man den ganzen Skiclub da zusammenfasst auf einem Sommerfest. Ja. Also ich habe eine Tochter, die im alpinen Bereich tätig ist und einen Burm, der im nordischen Bereich tätig ist, und dass man das als gesamte Familie sieht. Und ich finde es wirklich eine coole Aktion. Und ich glaube, die Kinder und die Eltern taugt das heute super. Hier wird das Angenehme mit dem Nützlichen verbunden. Dieser Hindernisparcours ist mehr Training als Spiel. Dabei werden Geschicklichkeit, Balance und Bewegung gefördert. Ein ganz wichtiger Teil in einer jungen Sportlerkarriere sind die Eltern. Und dass die sich untereinander kennen, ist auch Ziel dieses Familientages. Ja, ich bin voll überzeugt von der Idee, weil ich finde, wenn die Eltern dabei sind, das sind eigentlich die wichtigsten Unterstützer von den Kindern, dass die eigentlich auch dazugehören, und finde ich eine tolle, klasse Idee mit den anderen Sparten auch. Und man ist da eine klasse Gemeinschaft und macht richtig Spaß. Auch Bernhard Gruber, zehnfacher Medaillengewinner in der nordischen Kombination bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, kann das bestätigen. Ohne meine Eltern wäre das gar nicht möglich gewesen. Und ich sage, dass das für die Kids jetzt heutzutage auch sehr wichtig ist. Unsere Zeit ist so schnelllebig und so. Und da braucht man schon auch die Unterstützung von den Eltern. Und speziell die heranstrebenden Kids, also die haben schon einiges drauf. Und da ist das, die Unterstützung von den Eltern umso wichtiger. Und während die Kinder sozusagen auf eigene Faust spielen, nehmen die Eltern an einer Führung durch Schanzengelände teil. Und wenn etwas beim ersten Mal so gut funktioniert wie der Familientag des Skiclubs Bischofshofen, denkt man natürlich laut über eine Wiederholung nach. Wenn das gut ankommt, dann haben wir wahrscheinlich auch gar kein Problem, das wieder zu machen. Und es wird sich wieder eine Gelegenheit ergeben. Wir haben jedes Jahr Sportlerehrungen, und heute ist schon einmal die Idee geboren worden, dass man das vielleicht auch mit der Sportlerehrung verbindet. Dann fragen wir einmal die Hauptakteure dieses Tages, was die dazu sagen. Hat euch der Tag heute gut gefallen? Ja! Soll das der Skiclub Bischofshofen noch einmal machen? Ja!